Ja, Freunde der Zocker-Lounge, herzlich willkommen zurück hier bei den Siedlern 4 in der neuen Welt. Und wir können jetzt zwar auch Wikinger, Trojaner und Römer spielen, aber jetzt würde ich sagen, ziehen wir es doch mit den Mayas erstmal durch. Und die Reise führt uns in... In eine Insel vor Afrika. Und die Mission Urlaub startet jetzt mit dem Briefing. Text gibt's ja wieder, wird keiner vorgelesen. Dann sparen wir uns das auch und schauen uns einfach mal kurz an, was wir tun sollen. Nehmen Sie alle Türme der feindlichen Genossen, gesonnenen Wikinger ein. Vielleicht wird sich Ihnen ein Geheimnis offenbaren. Okay, endlich Urlaub. Tja, schauen wir mal, ob das Urlaub ist. Hört sich irgendwie nicht nach Urlaub an. Gut. Das sind Trojaner. Sind das meine Homies? Wahrscheinlich. Okay, was brauchen wir? Stein, schleunigst. Militär. Und schleunigst auch Baracken in alle möglichen Richtungen. Hier. Bisschen blöde, ne? Aber hilft nix. Hier auch. Und... Geologen haben wir hier. Geht ihr doch mal... keine Ahnung. Und dann hier halt auf den Berg. Und da haben wir jetzt echt wenig Platz, ne? Und haben auch echt wenig Siedler, so wie es ausschaut. Daher haben wahrscheinlich auch echt wenig Ressourcen, ja? Sollten wir schnell auch einen Holzfäller bauen. Wobei, da warte ich noch. So ein Platz natürlich ein bisschen blöd, ey. Von den Trojanern war doch gar keine Rede, oder? Oh, können wir mit denen handeln? Wir haben ein Handelsschiff, offensichtlich. Hier noch ein anderes Briefing? Nö. So viel dazu. Und ich glaube, da sind schon die Wikinger. Ganz großes Kino. So, was haben wir denn hier? 10 Ritter, 4 Bogenschützen. Nicht so geil. Und was soll's mehr? Die Holzproduktion. Also ein Holzfäller muss hier so oder so rein. Sagen wir's mal so. Den könnt ihr mir gleich bauen und... Ja, hier hinten können wir eigentlich auch ein kleines Hochwohnhäuschen hinzimmern. Okay, da wird einer fertig. Den Turm hier sollte ich tunlichst nicht abreißen, wenn der Trojaner in meine Richtung expandiert. Was macht eigentlich ihr hier? Bleibt doch mal hier vorne. Okay, hier geht's dann zum Berg, das ist gut. Turm und... Next. Ja, komm, Punkte. Next hier. Den reißen wir ab. Und dann bleibt mir noch gar nichts anderes übrig, als hier die Holzproduktion reinzubauen. Du ein bisschen hier, du ein bisschen weiter hier, beziehungsweise hier mal die Bäume wegmachen. Und ein Sägewerk. Wow. Das scheint doch wieder so eine kurze, knappe Challenge-Mission zu werden. Dich reißt man natürlich wieder ab. Könnt ihr... Schau mal, kannst du hier irgendwo langlaufen? Okay, expandier mir du mal. Expandier, erforsch mal, meine ich natürlich. Das Wohnhaus wird fertig.
Eine trojanische Fähre ist auf dem Weg, um uns zu unterstützen. Okay, also Trojaner sind verbündet. Das ist toll. Hier oben gibt's Kohle. Die muss ich aber auch erstmal irgendwie halten. Und nach unten haben wir wohl ein bisschen Platz. Wo ist die Fähre? Hier hinten. Okay. Weiß gar nicht, was ich jetzt brauche an Unterstützung, ehrlich gesagt. Aber okay, bring mal her. Nur zu. Und der Tamil hat mein Upvote gegeben und der GT Matze auch. Vielen Dank dafür. Ihr wisst, ihr seid cool, ne? So, hier unten ist auch viel Berg. Ich muss nicht unbedingt da oben reinpreschen. Von daher, wo sind denn meine Geologen? Checkt mal lieber hier unten den Berg. Und du machst hier mal ein bisschen den Nebel weg. Was soll eigentlich der Blödsinn hier? Ja, okay, sieht ja ganz nett aus, ne? Akzeptieren wir mal. Siedler sind fertig, haben wir irgendwie Schrauben. Hämmer und Schaufeln, wollte ich sagen. Überfluss, ja, haben wir. Also dann können wir hier ein bisschen zulegen. Ihr baut schön, ist gut. Wird auch alles fertig erstmal. Wir brauchen immer mehr Steine, ne? Das ist klar. Okay. Also hier unten haben wir Platz, das ist gut. Was wir nicht haben, sind Steine. Da sehe ich schon neue. Ach, Kacke, das ist doch großer Murks hier. Die Fähre wurde durch den Magier vernichtet? Hä? Magier? Was für ein Magier? Magier? Bist du ein Magier? Okay, egal. So, hier unten haben wir auch Eisen. Halt, du sollst nicht rumstehen, du sollst auch was tun. Du könntest eigentlich hier mal was tun. So, haben wir erscoutet, dann lauf du mir mal da hoch. Schaut sie mit dem Sägewerk aus. Jetzt gehen wir schon langsam. Also ich muss aufpassen, was ich hier baue. Und jetzt bin ich gerade an mein Stativ gestotzt, falls das ein bisschen laut war. Sorry. Gestotzt. Was ist das wieder für ein Wort? Und wir scouten weiter. Jetzt kriegt man wenigstens mehr Steine. Spielzeit 7 Minuten. Nichts passiert. Okay. Da oben ist blöd mit der Baracke, gell? Ja, aber bauen muss ich sie trotzdem. So, können wir schon was in Richtung Nahrung tun? Fische, der wäre doch cool. Geht eh nur hier hin. So, Alibi-Nahrung. Weil ich glaube, wir haben wieder ein deftiges Zeitlimit und noch keine Kohle gefunden. Aber hier ist ein Haufen Steine, das ist gut. Und hier sind ja dann auch doch mehr wie gedacht. Das ist auch gut. Du bist versorgt, ja. Okay. Holzfäller technisch ist das hier ein bisschen dürftig. Da sollte man auch noch irgendwo einen hinstellen. Ja, okay. Auch wenn es da viel gegraben wird, ist egal. Ihr verteidigt bitte diesen Turm hier. Wow. Trojaner. Man sieht ja nett aus. Ganz hübsch hier mit Straße und, ne? Und so. Cool. Steine, okay.
Und hier ist auch Kohle. Gut, dann guck du mal hier drüben. Hier haben wir eigentlich alles dann. Müssen wir gar nicht zwingend da hoch. Die Baracke bauen wir jetzt trotzdem fertig. Abreißen und weiter. Und in dem Fall dann halt jetzt mal hier hin. Ich darf jetzt nicht zu viele Gebäude setzen, sonst... Ich produziere ja kaum. Und eigentlich habe ich schon zu viele gesetzt, wenn ich das so recht sehe. Hier was fertig, das ist gut. Holzfäller müsste das ausgraben, da habt ihr noch gar nichts hingebracht. Aber wir haben noch ein bisschen Stein und Holz. Also wir sind noch nicht auf Null. Okay, dann stehen hier noch 6, okay. 6 und 4, 10 Einheiten, naja. Besser wie nix, ne? Hier hätten wir auch noch ein bisschen Platz, da können wir auch noch den ganzen Wald hier abholzen. Was macht denn dann der Holzfäller hier? Apropos Holzfäller. Apropos Förster, habe ich dich, dich habe ich gesetzt, okay. Ja. Macht einfach mal hier. Der Holzfäller, ja, okay, da kommt schon die Meldung, okay. Aber was mit der Fähre passt, das habe ich nicht verstanden. Okay, egal. Er braucht schon Fähren. Da oben ist auch Gold. Aber im Prinzip, das reicht ja schon das ganze Spiel, was ich hier habe. Behaupte ich einfach mal. Hier. Next. Und wenn wir noch Ressourcen übrig haben, sollten wir jetzt mal an ein mittleres Wohnhaus denken. So. Wo ist denn der Ritter eigentlich von hier? Du läufst dann halt wieder. Beziehungsweise lauf mal hier hin. Ist effektiver, wenn du erst von weiter oben rüberläufst. Okay, und der Trojaner ist natürlich so, dass ich hier nicht vorbeikomme. Und hier ist schon der Wikinger. Könnte man auch mal über einen Aussichtsturm danach denken. Aber, ja gut, können wir noch warten, bis der Turm jetzt fertig ist. Denn das sind die Bauarbeiter, da geht's gleich los. Materialien sind auch da. So. Wir könnten hier noch ein Holz... noch ein Förster bauen. Ich glaube, das wird notwendig. Und wir könnten hier auch noch eine zweite Holzproduktion andocken. Haben wir noch eine Säge? Haben wir. Also. Ich würde hier und hier noch einen Holzfäller bauen. Und dann auch noch einen dritten Förster irgendwo hin. So. Ihr hier rein. Ihr hier rein. Und noch irgendwo ein Sägewerk. Muss dann wohl hier hin. Ja, Handy, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss die Siedler aufnehmen. Wow. Was ist da hinten? Was ist da hinten? Das sieht. Komm, da ist irgendwas. Na? Also, mehr wie ein Friedhof. Komm schon. Hä? Nicht wirklich, hä? Hübsch, ja, aber von Arsch. Okay. Zack und weiter. So, jetzt haben wir einen zweiten Steinmetz mittlerweile fertig und wir kriegen jetzt auch eine bessere Holzproduktion.
Dann sollte sich das doch entspannen können. Wir bauen auch gleich mal einen dritten. Ach, wieder ein Stativ gekommen. Sag mal, was ist denn los heute? So, dann lauf du halt mal hier runter. Okay. Und natürlich gehen mir jetzt die Träger langsam aus. So, du kannst dich verabschieden. Und zurücklaufen. Und wir gucken jetzt mal nach diesem Aussichtsturm. Okay, Holzfäller, du bitte hier oben. Danke. Und du bitte auch ein bisschen weiter hier oben. Macht mal hier alles weg. Auch wenn mich das wahrscheinlich meine Holzproduktion kostet. Aber... ich will da einen Aussichtspunkt hin haben, ne? Also Prioritäten müssen sein. So, hier könnten wir eigentlich schon eine Eisenmine setzen. Das sollte ich vielleicht auch tun. Krieg ich schon Fisch, ja. Eigentlich alles gut soweit. Wir bauen hier weiter. Okay, warte mal. Ich muss ja auch drauf achten, wo habe ich Wüste. Hier ist ein bisschen Wüste. Wichtig. Und ich sollte jetzt nicht zu lange rumtrödeln mit der Ritterproduktion. Daher komm, Eisenmine. Tja, nee, komm nicht. Da steht sie scheiße. Und hier eine Kohlemine? Wie würde das aussehen? Ja, das sieht doch schon besser aus. Und dann kann ich doch hier eine Eisenmine hinbauen. Komm, machen wir so. Pam, pam. Mach da mal. Derweil gucken wir mal nach der Nahrungsverteilung. Fisch. Überall hin, ja? So. Schwefel braucht man nicht. Kohle. Stein weniger. So. Wird hier auch was gebaut? Irgendwie nicht, hä? Also ich hätte wohl gerne noch zwei... Ach komm, mach mal. Mach mal 10, 10. Sieht besser aus. Und du läufst dann einfach mal hier hin. Aber nicht bei dem ins feindliche Land reinlatschen, bitte. Ha, ich würde gerne den Turm abreißen, aber wenn dann da... Okay, jetzt gehen wir mal so von aus, der Trojaner macht nichts, weil er expandiert ja hier auch null. Was ist denn das eigentlich? Jäger vielleicht? Wahrscheinlich. Habe ich auch nie gebaut. Gehen wir mal davon aus. So. Den Eisen hätte ich auch da oben hinbauen können. Auch völlig wurscht. Ich fange jetzt auch noch nicht an, Produktionsgebäude zu setzen. Wie viele Sensen haben wir eigentlich? Eine. Immerhin und so, ne? Okay. Das ist jetzt gut hier. Das gefällt mir. Dann die nächste hier hin. Und yeah. Nee, ich möchte... Hier krabbt hier noch, ne? Und da fehlen jetzt Steine. Okay. Dann Prio auf diesen Steinmetz hier. Ja gut, der Stein ist da und er baut jetzt... Und auch, okay, passt, 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 passt. Können wir die Prio auch wieder rausnehmen. Du machst hier erstmal alles frei, ist auch gut. Und du bist bald schon wieder arbeitslos, ha? Huh? Da könnte ich mit Pionier noch einen Stein erschließen. Naja, ob das jetzt wert ist, sei mal dahingestellt. Okay, und hier ist auch Berg. Kommt man hier überhaupt rüber? Wahrscheinlich kommt man hier gar nicht rüber. Umso besser, für mich. Vielleicht schirmt mich ja der Trojaner so ein bisschen ab. Schaut es militärtechnisch aus? Okay. Die Trojaner hat am meisten.
Aber der Wikinger produziert schon im Gegensatz zu mir. Dann müssen wir was tun. Ja, müssen wir. Okay. Schmelze. Werkzeug. Schmelze. Waffen. Schmelze. Wo sammeln wir unsere Truppen? Wo machen wir das? Können wir hier unten noch irgendwo einen Turm hinbauen? Gar nichts. Also wirst du auf kurz und lang abgerissen. Das heißt, ich könnte hier eigentlich auch eine Ritterburg bauen, ne? Mit Turmverteidigung. Wow, und das kostet mich natürlich jetzt Ressourcen. Ich bin mutig, was ich hier mache. Ich bin echt mutig. Hier spuckst du die Ritter raus und ein Lazarett gibt es dann auch noch vor die Tür. So. Eine trojanische Fähre, ja. Und ich glaube, die wird wieder irgendwo abgeschossen. Ist egal. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir stoppen jetzt gleich mal die Burg. Stop. Wir stoppen einen Turm. Stop. Wir stoppen auch noch den zweiten Turm, weil hier baue ich ja einen kleinen Turm. Und der Holzfäller. Ja, okay. Schau mal, der Baum hier nervt mich. Ihr habt da oben alles frei gemacht. Gut. Gut. Darfst du zurück in die Produktion? Du auch. Du warst nie weg, ne? Nehme ich an. Und da kämpft schon ein Wikinger gegen den Trojaner. Also er greift auch den Trojaner an. Das ist sehr interessant. So. Sind das hier etwa Wikinger? Nein, das sind doch Trojaner. Hm. Sieht nice aus. Eigentlich nicht, aber irgendjemand hat sich Mühe gegeben, was Cooles zu machen. Von daher alles gut. Könnte auch so eine Fanmade-Karte sein, ne? Egal. So, du bist fertig. Reiß ich dich ab? Lass ich dich stehen? Ich reiß dich ab. Und wir machen dann nach hier unten weiter. Los. So, meine Holzproduktion steht. Das ist doch schon mal toll. Da eigentlich noch ein drittes Sägewerk. Na gut, ich habe keine Sägen mehr. Egal. Du machst die Bäume hier weg. Du hast den weggemacht. Dann mach mal den hier noch weg. Und du musst jetzt dich um die Steine hier unten kümmern. Tja, was passiert jetzt mit der Fähre? Wir bauen hier weiter. Wirst du auch abgeschossen? Also das ist ein Handelsschiff. Das kann ich schießen. Wenn dann der hier. Oder steht hier irgendwo ein Magier? Ich meine, okay. Gut, na dann. Hier ist der. Das passt schon hier mit der Burg. Platz haben wir eigentlich auch genug. Und hier werden Gebäude fertig. Das gefällt mir. Gut. Wo können wir denn einen Bauernhof? Wie fangen wir denn an? Nahrungstechnisch, das sollte ich jetzt nicht mehr ewig warten. Könnten wir. Ist alles scheiße. Okay. Hier können wir gefahrlos einen hin. Boah, nee, hier sind doch die Wege. Ach komm, reiß den gleich wieder ab. Machen wir nicht.
Getreidefarm, Getreidefarm. Wo? Erstmal den Holzfäller briefen. So. Machen wir's. Wir machen es anders. Wir machen erstmal einen Bäcker irgendwo hin. Der hätte hier zum Beispiel schön Platz. Das war die Mühle, sorry. Und dann zwei Bäcker. Vielleicht hier und vielleicht hier. Und ein Wasserwerk für euch. Vielleicht hier so schnucklig gelegen. Und dann möglichst nah einen Bauernhof. Und was geht jetzt hier noch? Hier? Okay. Dann machen wir das doch hier hin. So. Abseits vom Wege. So. Gut. Die Steine, die kommen ja auch noch weg. Demnächst. Alles gut. Wir bauen noch ein mittleres Wohnhaus vielleicht. Können wir ja das da machen. Und du findest keine Bäume mehr? Echt jetzt? Mach mal hier. So, wir haben hier drei Förster. Das muss doch für den Fortbestand hier reichen. Steine sind aber das Problem. Gut, wir haben jetzt auch relativ viel in Bau gegeben. Dann lass uns doch auch ein Steinbergwerk bauen. Scherzeshalber. Von Gold möchte ich eigentlich erstmal die Finger lassen. So, hier geht gar nichts mehr. Dann, war's das? Du kannst schon mal hier hochgehen. Gut, Holzhammer, Steine nicht. Maya, steinlastig, Fragezeichen, keine Ahnung. Droppt hier raus. Und wir machen alles an. Ich nehme alles. Für den Anfang. Wer weiß, wann der vorhat, mich anzugreifen, wenn eine halbe Stunde ist ja auch schon rum. Okay, und du lebst gefährlich, daher habt ihr hier irgendwie Probleme mit dem Berg, ne? Gut. Ein Magier. Irgendwo ist ein Magier. Geh mal einer von euch. Geht doch mal hier hin. Guck mal, was da passiert. Jetzt haben wir wieder 10 Steine. Ja, gut. Lieb wär's, wenn er die Getreidefarm jetzt hochzieht. Ach, der wird sogar fertig hier. Cool. Und okay, hier sind überall Berge. Alles klar. Und hier sehen wir jetzt auch was. Endlich. Gut. Beziehungsweise nicht gut, was ich da sehe. Das gefällt mir gar nicht. Hier wäre auch Wüste. Check mal, ob hier ein Magier steht. Das wäre irgendwie naheliegend. Und ich krieg Ritter. Cool. Dann, hier. Baut einen Turm fertig. Baut mir einen Turm. Und man baut mir bitte auch zwei Bauernhöfe. Hierhin, hierhin. Wo haben wir sie? Du kannst doch bestimmt schon loslegen. Genau, zwei. Haben wir noch Angeln? Nö. Können wir aber auch jetzt mal nachlegen. Bauen wir hier noch einen hin.
Keine Angel. Wo ist eigentlich die Musik hin? Mayas, huh? Keine Musik. War da nicht was? Kann man das eigentlich irgendwie... Audioeinstellungen? Ja, sie läuft wieder. Cool. Alter, was sehe ich da? Will mich verarschen? Dunkles Land? So, die Musik ist wieder weg. Toll. Weil ich am dunklen Land war? Komm, du hast mir jetzt genug gescoutet. Du scoutest mir Sachen, die will ich gar nicht sehen. Und ich habe seit 30 Minuten nicht gespeichert. Okay, Maya 2. Gut, weiter geht's.